Und willkommen zurück zu einer neuen Folge Demon's Souls. So, in der letzten Folge haben wir gegen so einen blöden, fiesen Ritter gekämpft. Den haben wir nicht geschafft. Und ihr müsst natürlich immer wieder diesen Weg hier zurückrennen, damit wir unsere Seelen wieder bekommen. Weil sonst sind halt mal 2300 Seelen weg. Das wäre natürlich nicht so geil. Aber es hilft nicht. Wir werden wahrscheinlich in dem Spiel noch öfters mal einfach so unsere Seelen verlieren und können nichts dagegen tun. Gut, jetzt habe ich aber gesagt, diesen Ritter lassen wir jetzt erstmal aus, weil an dem ist jetzt so wie es scheint für mich kein Vorbeikommen. Dort hinten steht er übrigens. Steht auch vor so einem großen Tor. Keine Ahnung, was das sein soll. Vielleicht ist das irgendwie ein Bossraum oder so. Ich weiß es nicht. Wir werden sehen. So, Bildmachtgerät an und dann würde ich sagen, gehen wir weiter. Wir haben ja hier hinten so eine kleine Nebelwand aufgemacht und da denke ich, könnte es weitergehen. Genau, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn du mir ein Like, Kommentar oder auch Abo dalasst. Alles gern gesehen, Leute. Und ja, wenn ich irgendwas übersehe, könnt ihr mir auch gerne Tipps geben. Bloß keine Spoiler oder so. Genau. Hier geht's weiter, glaube ich. Also hier ist noch ein Weg. Der ist auch schon wieder ein großer Ritter. Oh. Hier scheint nichts zu sein. Unten ist auch was, müssen wir auch mal hinschauen. Kein Plan, was hier ist. Ich will hier nicht wieder sterben. Wenn du weiter voranschreitest. Was heißt das? Es scheint kein Gegner zu sein. Seid mir gegrüßt. Wollt ihr meine Waren anschauen? Vieles gestohlen. Aber wen kümmert's, hm? Gegenstand kaufen. Ich bräuchte mal was, was MP herstellt. Keule, Kurzspeer, Armbrust, Holzschild. Plattenhelm. Das kann ich alles nicht benutzen. Das hat eher für andere Klassen. Komm, ich nehme das hier. Kommt bald wieder.
Okay, wo geht's hier lang? Ich habe das Gefühl, dass ich meinen Verderben laufe. Dankeschön. Mal zurück. Schauen wir mal, ob wir da hinten irgendwie runterkommen. Da war nämlich noch ein Item. Okay, das ist ein guter. Ring des Diebes. Verbessert die Tarnung vor Feinden. Er verbirgt die Anwesenheit des Trägers bis zu einer gewissen Distanz vor Feinden. Könnten wir den mal austauschen? Probieren. Reden. Ein mutiger Sprung. Welch eine Überraschung. Da ihr nun hier seid, bitte ich euch, vertreibt die Dreglings. Seele? Meinen Dank für eure mutige Rettung. Ich bin Ostrava von Boletaria. Nehmt dies als ein Zeichen meiner Dankbarkeit. Messing-Teleskop. Ah, da kann man durchluckeln. Ich werde aber trotzdem mal mit ihm mitgehen. Weiß ja nicht, was der hier macht. Vielleicht räumt er mir den Weg ein bisschen frei. Vielleicht muss ich mir noch helfen oder so. Hallo. Nun verabschiede ich mich. Es gibt etwas, das ich tun muss. Okay, und was? Ich komme einfach mal mit dir. Seele des Helden. Ja.
Ich gehe trotzdem mal mit ihm mit. Ah, okay, das geht schon in eine Truhe rein. Was zu looten hier? Ich schaut nicht so aus. Ich weiß nicht, wo er die ganze Zeit hinrennt. Soldatenschild. Krummsäbel. Wie weit ich auch vorstoße, überall sind nur Seelenlose. Ist noch irgendjemand in Boletaria bei Verstand? Okay. Ist ja auch schon wieder zu schwer. Jetzt hin. Hier ist er. Was macht er? Geht er jetzt nur hier rum oder wie? Ah, jetzt dreht er wieder um. Okay. Wir reden nochmal mit ihm. Wie weit ich auch vorstoße, überall sind wir. Okay. Dann scheint er nichts mehr. Scheint nichts mehr hier zu sein mit ihm. Glaubt, dann könnte es hier weitergehen. Wenig rüber. Was mache ich denn? Hier kommen wir gar nicht rüber, oder? Können wir hier vielleicht lang gehen?
Zeit für Rollen. Okay, hier scheint so nichts zu sein. Ah, das war der Weg vorher von oben. Okay. Oben war auf jeden Fall ein Schütze irgendwo. Irgendwas passiert hier jetzt gleich. Okay. Bin ich. Okay. Schauen wir, was hier ist. Können wir nicht hoch? Jetzt wäre echt mal langsam irgendwie ein Shortcut oder so geil. Nachricht lesen, nicht anhalten. Alter Schwede. Und
sehe ich ja wohl. Alter, das sind zwei Drachen. Greif nicht an, okay, mache ich nicht. Horty Shorty wäre jetzt mal schön. Konzentriere dich auf Feuer. Okay, ich trigger den praktisch, oder? Irgendwas muss ich hier machen. Ich muss den irgendwie weglocken. Okay.
Lila Flammenschild. Boah, alter Spiel. Der hat noch so viel Zeug da hinten, gell? Zum Einsammeln. So, jetzt wollen wir mal schauen. Was ist denn das hier alles? Schick dich in den Nexus zurück. Wir müssen jetzt einfach mal hier durchrennen und mal schauen, wie wir da vorne, ob der uns da vorne noch brutzeln kann. Okay, das habe ich schon verstanden jetzt mit dem Drachen da, dass wir den triggern müssen halt immer wieder. Also pullen halt. Ich würde jetzt gerne mal irgendwie einen Hebel hebeln. Keine Ahnung, was ich jetzt hier mache, Leute. Okay, wir haben irgendwas geöffnet. Ich glaube, das war das Anfangstor, ganz am Anfang von dem Gebiet. Das große Tor. Gut, ja, dann machen wir jetzt auch der Stelle einen Cut und schauen in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr wieder mit am Start seid. Und ja, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao, reingehauen. Euer Andi.